Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nachdem die Taschen gepackt sind und das Motorrad repariert ist, heißt es nur noch anziehen und verabschieden. 3 Wochen getrennt von meinem Freund zu sein, das stellt doch eine kleine Herausforderung für uns beide dar. Diese Reise war bereits geplant, bevor wir zusammengekommen sind. Oh Schatzi, nicht mal. Nein, Beine nicht. Die Vögel da oben, die sind schon auf dem Weg. Leute, ich komme gleich zu euch. Es ist alles bereit. Queenie, and ho hey, let's go. Ja, es ist kalt für dich, ne? Ich drehe jetzt mal den Choki. Jo, das war... So laut, das ist bei dir crazy. Das hilft dich auch. Mach ich. Punkt 10 Uhr fahre ich jetzt hier los. Tschüssi. Als sie erstmal über Holland, nach Belgien und dann nach Frankreich rüber. Das Wetter ist echt total gut dafür, dass es eigentlich sehr viel regnen sollte. Es ist sehr, sehr schön hier so in den Tag hineinzufahren. Das Ziel ist ein Campingplatz nahe der französischen Küste, von wo aus die Fähre nach Marokko ablegt. So, erste Pause hier an einer Raststätte in der Nähe von Duisburg. Gibt erstmal ein Butterbrot. Und Leute, ich bin noch kein bisschen nass geworden. Trotzdem ziehe ich mir jetzt eine Daunenjacke an. Es ist doch echt frisch, frisch, frisch. Naja, ist ja auch so langsam Richtung Ende Oktober. In Marokko ist es bestimmt wärmer. So, erstes kleines Abenteuer hier. Nach 1,5 Stunden Fahrt muss ich dringend pinkeln. Komme hier hin an diese Raststätte. Und dort, wo die Toiletten sind, stößt man auf Gitter. Kann man nicht benutzen, die Toiletten. Super geil. Bin ich da gerade mal eben so im Blickfeld von allen LKW-Fahrern, habe ich mich da hingehockt und habe gepinkelt. Was willst du machen, ne? Also ich fahre jetzt hier nicht weiter mit einer vollen Blase. Okay, so viel dazu. Hier sind wir jetzt also in Holland. Sind noch 1183 Kilometer. Schon in Belgien, direkt erstmal getankt. Ha, das läuft hier wie am Schnürchen. Der Himmel ist blau. Warte. Die Sonne ist rausgekommen. Es läuft fantastisch. Echt wieder geil on Tour zu sein. Vorbei an einem ausgebrannten Auto geht es weiter bis Frankreich, wo ich in einem kleinen Städtchen namens Rethel lande. Jo Leute, angekommen hier im Hotelzimmer. Wegen Bettbanzen habe ich mich für meinen Schlafsack entschieden. Badezimmer. Premium. Zumindest heißt das hier Le Moderne. Ob das zutrifft, kann ja jeder selber entscheiden. Ich gucke mir jetzt ein bisschen das Städtchen an. Aber diese Häuser, die haben echt was. Ich mag es total. Guckt euch das mal an hier. Es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Städtchen hier. Allein das Dach ist ein Hingucker. Es ist ja hier ein bisschen wie beim Glöckner von Notre Dame oder so, ne? So quasi Modo-mäßig. Ja, ich bin dann die mit dem Buckel, ne? Ja, Freunde, von bis, ne? Von schön detailgetreu bis, ja, wie soll man sagen, individuell. Dass es hier teilweise so ausgestorben aussieht, das hatte ich ja schon in der letzten Reise festgestellt. Und auch hier fällt mir das wieder auf. Schon auf den ersten Metern ist offensichtlich, hier wimmelt es nur so von historischen Städten und Denkmälern, wie diesem Monument für die Toten.
Und auch das prunkvolle Rathaus sticht direkt ins Auge. Au! So langsam wird es hier Abend. Ich gehe mal noch ein Ründchen weiter. Es ist einfach so süß hier. Die Église catholique Saint-Nicolas à Rethel. Warum nicht? Hier im Tribunal, da fängt man die richtig dicken Fische, ne? Damit ist der erste Tag hier auch schon vorbei. Wer also auch mal auf der Durchreise durch Frankreich ist, dem kann ich einen Besuch in Rethel wärmstens empfehlen. Denn es ist charmant hier und es gibt viel zu sehen. Das Abendessen fällt heute etwas spartanisch aus. Es gibt Bulgursalat mit roter Beete. Wenn schon das Zimmer 59 Euro kostet, dann muss ich wenigstens beim Essen ein bisschen sparen. Gute Nacht, Freunde. Heute ist es mal direkt so richtig am Regnen. Was soll's? Ich mache mich jetzt auf den Weg. Vorher noch eben meinen Kaffee. Ohne Kaffee geht gar nichts. Ab in den Tankrucksack. Und dann geht das los. Verabschiedet werden wir hier von diesem Glockentürmchen. Und meine Regenhandschuhe, also meine Putzhandschuhe, sind auch am Start. Mal schauen, wie so heute wird. Auf jeden Fall nass. Angekommen für heute. Bonjour. Ich freue mich gleich auf eine Dusche. Heiße, 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 heiße Dusche. Mini steht da unten. Das Ganze kostet jetzt 56 Euro pro Nacht. Frühstück wollen sie nochmal 7 Euro für haben. Also auf eine gute Nacht und dann geht's morgen den letzten Tag bis zur Fähre. Freunde, Reisetag Nummer 3 ist am Start. Nummer 3. Die letzten 400 Kilometer liegen vor uns ab zum Camping Municipal in der Nähe von Sète. Hoffen wir mal, dass es jetzt gleich mal aufhört zu regnen. Die Suppe läuft hier, aber bei mir läuft es auch gleich wieder. Aber ich bleib nicht allein. Eine Afrika-Twin und noch eine Afrika-Twin. Plus eine GS. Hallo Jungs! Hi. Schütteln, drücken, winken, quatschen. Die Reisegruppe für das Abenteuer Marokko ist komplett. Doch wer ist eigentlich alles dabei? Mein Name ist Volkmar Dinglinger. Ich komme aus der Nähe von Hamburg.
bin 52 Jahre alt und fahre mit diesem Kleiderständer hier durch die Gegend. 1250er GS Adventure auf dem Weg nach Marokko. Okay, ich bin der Volker. Meine Hobbys sind Motorradfahren. Punkt. Mehr nicht. Und wie alt bist du? 54. Und was fährst du? Honda, was sonst? And you? Ich bin der Markus. Und was fährst du? Hier eine schöne 1000er Twin. Neben der alten 7,5er. Die alte ist ein bisschen handlicher, aber die neue macht mehr Spaß, muss ich echt sagen. Und apropos Alter, how old are you? 42. And yeah. How old are you? Ich bin Caroline, 35 Jahre und als ich mit 29 Jahren meinen Motorradführerschein gemacht habe, da habe ich diese Afrika-Twin gekauft. Spitzname Queenie. In Anlehnung an ihren Ruf Königin der Wüste. Und in der Wüste war ich mit ihr bereits hier in Marokko und ich freue mich total, euch jetzt mitzunehmen auf diese Reise, auf diese Erfahrung und freue mich, euch zu berichten, wie es ist, durch Marokko zu reisen. Viel Spaß! Andersrum. Ja, ja, okay, so. Von da nach da gelesen. Von rechts nach links. Okay, das heißt was? Das heißt, Reisen ist Träume zu erleben. Schön, das willst du dir tätowieren lassen? Ja, klar. Vielleicht hier so auf dem Arm oder so. Vielleicht ja sogar in Marokko. Ja, genau. Einen Einkauf und ein Fastfood später kommt Lagerfeuerstimmung auf. Caro, wie findest du meine Gaskerze? Mega. Ja, auf eine geile Tour, ne? Ja, auf eine geile Tour, definitiv. Auf eine geile Tour. Buhu. Prost. Die Motorräder sind bepackt. Wir sind angezogen. Das heißt, es kann losgehen Richtung Fährableger in Set. Dieser Campingplatz ist echt cool, ne? Beim Einfahren in den Hafen stockt die Fahrt, denn We have a reservation, but only online, not paper. It's also phone, yes. Ja, wir halten den ganzen Verkehr auf, oder? Ah! Völliges Durcheinander hier. Warte, ich fahre mal nach hier. Dann fahre ich doch mal da. Ich will aber, ich muss heute aber so machen. Ich will oh mein Markus! Was denn? Ich wollte selber auch nur gut stehen. Ja. So, der Security Man checkt jetzt hier gerade mal unsere Kennzeichen, die ja auf dem Fährticket verzeichnet sind und sagt, das ist alles richtig. Yes, nice, cool. Gerne. Ja, es kann doch alles so einfach sein. Hallo. Angekommen. Nicht nur wir. Es geht zu wie auf einem Ameisenhaufen. Im Minutentakt schlagen immer mehr Motorräder und Autos auf. Da das hier offensichtlich noch länger dauert, bereite ich mich auf das Braten in der Sonne vor. Vielleicht werde ich ja sogar noch braun. Als nächstes wollen wir einchecken. Er kommt schon wieder, er hat schon Check alles. Check in, wer? Ja, Motor? Ich spreche nur ein wenig Deutsch. Es ist dort drüben. Du musst deine Passport und deine Motorrad... Fahrschein, ja. Und deine Fährticket. Ja. Okay. Du hast alles. Wir haben das nicht ausgelöst, wir haben es nur auf dem Smartphone. Online. Online. Okay, wir gucken mal. Es ist besser jetzt. Danke. Danke. Memento. Bonjour. Obwohl wir das Fährticket nur online haben, funktioniert der Check-in easy. Passport? Alle Passports hier. Alle Passports. Eins, zwei. Das ist ernsthaft das allererste Mal seit den 5 Jahren, wo ich Motorrad fahre, dass ich meinen Reisepass vorzeigen muss. Das ist, glaube ich, jetzt so das Zeichen für eine wirkliche Fernreise. Jede Menge Moto. Moto, Moto, Moto. Das sind unsere Essensbons, das sind unsere Motorbons und das ist unsere, was ist das, wir erwachsen sind. Ich denke mal, für okay. Kabine. Wie
ist auf jeden Fall mit allen Wassern gewaschen. Jo, ein Auto schieben sie von der Fähre. Oh nein. Mal gucken, wie das bei uns nachher läuft. Ich hoffe, das geht ohne Schieben. Bonjour. Bonjour. Erg shabby? Avec ça? Le voyage avec ça, ouais. Noch die üblichen Fährengespräche. Alle warten, alle haben Zeit. Da wird sich ausgetauscht, kennengelernt. People don't speak with us. Yes. On the boat. They sit. Restaurant left. Restaurant right. Incredible. Yeah. If you want to stay in contact, you have to travel alone. They love the same thing, but they don't speak. I speak with everybody. Live on TikTok. YouTube and Instagram. You look in Google Earth, Alain Giletti. Ein ehemaliger französischer Eiskunstläufer. Weltmeister von 1960. You were a world champion in skating? Yeah, in 60. Wow. In Vancouver. Cool. And now you are traveling through the desert. Now I'm too old to skate. You skate on four wheels. Look. Now the race is to continue to I'm work. Here. Yeah. Two years. No, it's enough. Dann zeigt Herr Giletti uns noch sein Reisemobil. Ein Steierbruch sieht man nicht alle Tage. Alain besitzt das Fahrzeug seit 25 Jahren. Mit Bett und okay. Sowas wie eine Küche, glaube ich, und einen Hund. You want to ride my bicycle? No. No. I love it. Super. Guck dir das mal an. Da kann man ja noch alles selber machen hier unten. Keine Verkleidung, die nervt. Yes. Läuft. Really awesome. Eindrucksvoll sind auch die Wandmalereien und die Menschen, mit denen wir hier gemeinsam warten. Und dann lerne ich Guido kennen. Guido, bist du schon mal Wüste gefahren? Ja. Und kannst du irgendeinen Tipp geben? Was sollte man tun, was sollte man nicht tun? Man sollte keine Angst vor Tempo haben, aber auch nicht zu schnell fahren. Und da auf diesem rasiermesserscharfen Grat, da musst du dich bewegen. Okay. Dann ist natürlich relativ breit der Grat. Im Austausch mit erfahrenen Reisenden wie Guido gibt es eine Menge Spannendes zu erfahren. So auch zum Thema Motorradversicherung. Also ich habe ja extra noch mal eine neue Versicherung für mein Motorrad abgeschlossen in Deutschland, wo Marokko mit draufsteht, weil meine grüne Versicherungskarte, die ich vorher hatte, war da nicht gültig. Wenn du im Land fährst, das nicht mitversichert ist, das ist auch ein Kündigungsgrund. Okay. Ja, stimmt. Falls du mal deine Versicherung wechseln willst, ne? Ja. Aber Volker, du hast es so gemacht, du hast es einfach gesagt und die haben das mit reingenommen. Aber nur für den Zeitraum. Die haben mich gefragt, von wann bis wann. Und für den Zeitraum habe ich dann diese Karte gekriegt. Die ist auch nur für den Zeitraum gültig. Wie machst du das, Guido? Hast du auch eine neue Versicherung abgeschlossen? Nein, ich habe keine neue Versicherung abgeschlossen. Und ehrlich gesagt, man sollte vielleicht mehr Fachliteratur lesen, wie zum Beispiel den neuen Tunfahrer. Da steht viel über Versicherungen drin, um den Werbeblock hier einzubringen. Aber ich persönlich, ich habe da leider überhaupt keinen Draht zu. Ich möchte einfach nur fahren und nicht hinfallen. Ich weiß, dass es bei mir nicht drin ist und das macht eine Versicherung. Die Hook 24, auch für Geld und gute Worte, keine Marokko-Versicherung an. Also muss ich am Hafen nachlösen und das wird so 150, 200 Euro kosten. Das kann man natürlich auch immer machen, einfach dann dort in dem Land eine abschließen. Auch wenn die Wartezeit durch die vielen interessanten Gespräche äußerst angenehm ist und schnell vergeht, bin ich froh, als endlich Bewegung in die Sache kommt. Eine Reise. Boah, voll die Überlebenskapsel, ne? Oder? Das ist geil. Haben wir auch, Markus. Mit, ich glaube, mindestens einer Stunde Verspätung heißt es dann... Geht los! Ja, euch auch, danke! Hast du leer? Passport. Seid ihr soweit? Nein, hier. Oh nein. Klasse. Jetzt gehen wir da. Okay, hier. Bon voyage. Na, dann kann es ja jetzt weitergehen. Oder doch nicht? Okay. Show me your wallet. Wallet? Ja, genauso wie Volker versteht das hier gerade keiner von uns so richtig.
Irgendwann lässt man uns aber dann doch durch. Bis zur nächsten Kontrolle. Was muss man zeigen? Ausweis. Hola! Also, hier. Ja, okay. Passport and Ticket. Ticket. Moto wahrscheinlich. Ja. Nach dem dritten Checkpoint müssen wir das erstmal sacken lassen. Markus, was wollte der da gerade alles von dir? Keine Ahnung, ich habe das auch nicht verstanden. So wie bei dieser Reihe der ganzen Kontrollen. Zeigst du mal hier einen Ausweis, zeigst du mal da einen Ausweis, alles immer voll easy. Und mit einmal spricht dich da einer so richtig streng von der Seite an. Hast du irgendwas zu deklarieren? Ich sag, nö. Bargeld? Ich sag, nö. Kein Bargeld. Ich sag, ne, vielleicht 3 Euro. Du hast kein Geld dabei? Ich sag, nein. Als was arbeitest du? Lehrer, Pädagoge. Für was? Was willst du im Land? Wie lange bist du hier? Wie viel Geld hast du dabei? Gar nichts, gar nichts. Zeig mir dein Portemonnaie. Er sieht auch ein bisschen aus wie ein Verbrecher. Ich kann es schon verstehen. Jetzt zum Trost werden erstmal Katjes gegessen. Auf den Schock. Zuckerspiegel auf 500 erhöhen. Jetzt hier gleich auf die Fähre. Alle Proben, Erfragungen und Kontrollen wurden überstanden und wir sind es nun würdig, auf dieses Schiff zu fahren. Marokko, wir kommen! Jaha! Während noch die Letzten an Bord kommen, geht's für uns schon mit dem Aufzug einige Etagen in die Höhe. Au revoir! Kabine? Oui, oui. Das Ding geht hier um, yes. Alex, das kommt nicht. Ja, der kann das nicht alleine tragen. Ich glaube, das ist zu schwer für ihn. Heavy. Okay. Ja. So ein kleiner Mann? Oui, oui, oui. Keine Ahnung, gibt ihm 3 Euro oder so. Merci. Ah, merci, thank you. Merci. Ja, wow, unsere Kabine. Hallo. Hallo. Hier in unserer Zelle werden wir nun 2 Tage absitzen, um dann unser Todesurteil zu warten. Ah. Super eng. Man kann hier zu viert herausfinden, wie sehr man sich mag. Mit Meerblick. Ah, wie geil. Oh geil, ich will oben schlafen. Wow. Fast vorher noch von einem Korken erschmissen worden. Prost, Freunde. Da kommen noch die letzten Autos hier an Bord. Volker übt für die Rolle des Leonardo DiCaprio in Titanic und wir treffen alte Bekannte wieder. Hey! Andere flüchten schon mal präventiv mit dem Rettungsboot wieder an Land. Noch ist es ja nicht so weit. Auch im Schiffsinneren gibt's einiges zu entdecken, wie zum Beispiel getrennte Gebetsräume, einen für Männer und einen für Frauen. Wer keine Kabine hat, verbringt die folgenden Stunden auf dem Teppichboden. Mit unserem Foodpass stellen wir uns im Self-Service ein Menü zusammen, das wir so nicht nochmal essen würden. Hier empfiehlt es sich wirklich, im Restaurant zu speisen, auch wenn das etwas teurer ist. Wenn man das Plakat so sieht und sich dann so sein Essen anguckt, dann muss man doch schon sehr, sehr hart an seiner Fantasie arbeiten, um da irgendeine Ähnlichkeit festzustellen. So, frisch geduscht, heißt es jetzt noch Daten sichern hier oben auf meinem kleinen mobilen Schreibtisch namens Kopfkissen. Ja, irgendwie doch ein sehr ereignisvoller Tag. Viele Menschen getroffen, viele neue Eindrücke hier von dem Ablegen, von der Fähre. Jetzt erstmal gute Nacht euch allen. Bis morgen. Das permanente Schaukeln des Schiffs macht mir in dieser Nacht doch mehr zu schaffen, als mir lieb ist.
Hinzu kommt der fragwürdige Zustand dieses Schiffs, was in Summe bei mir eine dezente Übelkeit auslöst. Ich hoffe echt, dass ich nicht seekrank werde. Gerade mal da drin, das weniger Wind. Vielleicht hilft ja Kaffee gegen die Übelkeit. Es wird hier richtig Premium-Kaffee, ey. Mega. Ja, warum haben die sowas nicht im Gepäck? Tja, das würde wahrscheinlich noch einen Anhänger erfordern. Ich kann ja mal fragen, was er die Stunde nimmt. Ob wir ihn einfach mitnehmen. Wir nehmen ihn einfach mit. Quando costa unos stundos? Nachdem das geklärt ist, machen wir uns an die Routenplanung. So, wir kommen hier in Nador an und dann geht's erstmal über das Atlasgebirge hier schön Richtung Erchevi. Mal gucken, ob wir bis Taus kommen. Das soll sehr, sehr schön sein dort mit einer kleinen Oase. Und von dort aus geht's dann rüber in den Westen nach Marrakesch. Mal gucken, ob wir das irgendwie hier ausblenden oder ob es da schon wieder besser ist, da im Epizentrum des Erdbebens. Dann geht's rüber an die Küste, wahrscheinlich über Casablanca und dann Richtung Fez und das Riffgebirge wieder zurück. Einverstanden? Einverstanden. Yeah! Und damit alles seine Richtigkeit hat, müssen wir noch beim Zoll unsere Motorräder anmelden. So, man läuft jetzt hier Reihe für Reihe und setzt sich dann hin. Dann rückt man immer einen weiter, bis man aufgerufen wird. Und dann kommt man da hinter diesen Kasten und dann ja, dauert das eine Stunde. Kleiner Tipp an alle die, die viel reisen und im Ausland unterwegs sind. Und so eine Handvoll, wie ist das noch, wenig Papiere zu bewältigen haben. Wie bewahrt man das auf? Ich in meinem Falle. Ich schicke das immer hier rein, weil ich habe noch nie Socken verloren. Da passiert nichts. Wir haben jetzt hier unser Motorrad registrieren lassen müssen auf der Fähre. Das hat uns ein anderer Motorradfahrer gesagt, sonst hätten wir es, glaube ich, nicht gemacht. Also ganz wichtig, dann kriegt man so ein kleines Ticket, das soll man die ganze Reise mit dabei haben. Also wichtig, wenn ihr auch nach Marokko fahrt, denkt daran, auf der Fähre euer Motorrad auch nochmal registrieren zu lassen. Damit wäre das Wichtigste erledigt. Jetzt gibt es nichts mehr zu tun, außer die Zeit totzuschlagen. Herr Möller ist beschäftigt mit hochanspruchsvollen Filmen am Gucken hier. Mumins. Hatte ich ja vom Kinderurlaub auf dem Handy. Ja. 3 Folgen, 1 Stunde. Totgeschlagen. Yay! Yeah. Zeit haben wir nämlich hier ganz, ganz viel. Und wie nutzt man die am besten? Klar, mit einem Kabinenworkout. Viel besser. Versteht ihr jetzt, warum es sich lohnt, im Restaurant zu essen? Die Pizza kostet hier 12 Euro. Und guten Nachtisch gibt's ja auch. Coconut! Ich hab schon aufgegessen. Bist du satt? Nein. Schlimm mit dir. Siehst du satt aus? Bist du jetzt satt? Markus, nein. Möchtest du dir vielleicht noch was holen? Nein. Möchtest du dir noch was holen? Dann könntest du sagen, auf deinen Croissant aufpassen. Mhm. Für die Fährfahrt von Z nach Nador inklusive einer Kabine für 4 Personen mit je einem Motorrad und dem Foodpass zahlen wir insgesamt 746 Euro. Die 187 Euro pro Person finde ich vollkommen okay. Und die Zeit lässt sich nutzen, um sich innerlich auf das Abenteuer einzustellen.
bevor wir von Bord gehen, widmen wir uns noch unseren Motorradhelmen. Karosse 0 negativ? Ja, ich habe eine seltene Blutgruppe. Markus koppelt gerade unsere ganzen Sena-Geräte. Also die beiden haben Mesh. Ja, genau. Und dein Helm, du bist bei mir beim mit dran. Volk mal mit dran und ich bin bei ihm mit dran. Schöne Grüße an Frank. Von Sena. War eben in den Support geschrieben, direkt eine Antwort mit persönlichen Grüßen. Frank? Danke für deine Antwort. Und obwohl wir schon längst im Hafen eingelaufen sind, dauert es noch, bis wir runter zu den Motorrädern können. Zeit, um wieder mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, wie mit diesem deutschsprachigen Marokkaner, der uns direkt mal einen Handyanbieter für Marokko empfiehlt. Die Katrin, ich finde das schon krass, weil jetzt wir uns gerade hier mit dem im Gang unterhalten am Anfang, ich werde ja keines Blickes gewürdigt, ne? Ist dir das auch aufgefallen? Okay, krass, das ist mir, ne, ist mir echt gar nicht so aufgefallen. Also was mir aufgefallen ist, dass du auffällst. Aber mega. Also ich vermute, dass du als blonde, tätowierte Frau, dass das ein bisschen auffällt. Ja. Ja. Blond und Tattoos. Ich habe ja gedacht, das wäre das Afrika-Twin-T-Shirt, aber nein. Habe ich auch erst gedacht. Aber es war heute genauso. Als ich dieses T-Shirt anhatte, hatte ich auch das Gefühl, dass so die Blicke so... War nicht das T-Shirt? Nee, ich glaube nicht das T-Shirt. Vielleicht, weil du gestern im Cage-Fight auf Ebene 3 geworden hast. Ich bin sehr gespannt, wie das die weitere Zeit so sein wird in Marokko. Vielleicht erfährt man ja von den Marokkanern selber, was die da für eine Einstellung zu haben, zu so motorradreisenden Frauen mit drei Männern unterwegs. Das, aber das war wirklich so, ne? Tatsächlich. Wenn man irgendwie, wenn die Kabinentür schon mal aufging, ne? Eine Frau mit drei Männern. Ja, ich glaube, so viele Kabinen gab es nicht in der Konstellation. Da bricht man schon so ein paar Regeln. Gar nicht so einfach, hier wieder rauszukommen aus diesem Puzzle aus Motorrädern. Ah, thank you. Die ersten Meter auf marokkanischem Asphalt. Denkwürdige Minute. Viel Stress. Ja. Kein Zeit. Alles ist hier durchgetaktet. Wo müssen wir hin? Ah ja, da werden wir schon hingewunken, die Motorräder. Einige Minuten später heißt es dann: Hallo aus der Weltraumkapsel Karos Helm. Ja, ich würde sagen, wir haben es bestanden hier, die Einfuhr in Marokko. Ja, kommt noch Zoll. Es kommt noch Zoll. Dann haben wir es bestanden. Die erste Passkontrolle ist immer überhaupt erst Einlass in das sogenannte Grenzgebiet. Bonjour. Schreibt irgendwas in meinen Reisepass rein. Bei mir auch. Ja? Bei mir auch. Okay. Er sagt, abonniert alle den YouTube-Kanal von Caro. Bei dir steht rechte Hand. Ja. Merci. Dann kommt Einreise, wobei die Reihenfolge sich auch schon mal ändert. Passwort. Merci. Tatsächlich sehr freundlich, ne? Ja, ich habe ihm vier Finger gezeigt. Merci. Alles okay. Und dann kommt noch Zoll. Und ganz am Ende kommt wahrscheinlich nochmal Kontrolle, wenn du das Grenzgebiet oder den Einreisevorgang verlässt. Nachdem nicht nur wir die Kontrollen durchlaufen haben, eine Katze ist sogar auf dem Schiff mitgefahren, können wir sagen, wir sind drin in dem mir Land. Mir scheint, als ob hier voller Marokkaner ist. Es könnte so sein, ja. Geil, wir sind in Marokko. So, jetzt wird Geld abgehoben und dann ist die Handykarte dran. Das und wie wir die erste Unterkunft in Marokko finden, ein traumhaftes Riad mit einem deutsch sprechenden Gastgeber, seht ihr in der nächsten Folge von Caro unterwegs in Marokko. Wir sehen uns! Kann ich den mit nach Hause nehmen? Wir haben auch voll viel Platz im Koffer. Ja, oder? Wenn wir feste drücken, kriegen wir auch zwei rein. Ja, ich schreie, wenn jemand hinfällt. Volker, du bist im Gegenverkehr. Rechts, vor dem Volk Gegenverkehr. Volk Ma ist das. Volk Ma. Volk Ma ist im Gegenverkehr. Ach du Scheiße. Alle noch da? Hallo? Ich bin weg. Bis bald.